Okay. So, normalerweise, bis jetzt habe ich immer gedacht, ich werde lieber Habakkuk vorlesen und nicht Römerbrief. So actually, up to now, I thought it's better for me to read Habakkuk than Romans. Ich weiß nicht, ob bei dir in der Bibel, ob eine Bibelstelle Habakkuk steht da. So I don't know if your Bible refers to Habakkuk. Lass uns Habakkuk 2, Vers 4 sehen. But let's read Habakkuk chapter 2, verse 4. Denn diese Bibelstelle kommt aus Habakkuk. Because this Bible passage comes, or it's referred from Habakkuk 2, Habakkuk verse 4. Habakkuk sagt folgendes. And Habakkuk says the following. Siehe, der Vermessene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Behold, his soul, which is lifted up, is not upright in him, but the just shall live by faith. By his faith. Römerbrief sagt, der Gerechte wird aus Glauben leben. And Romans chapter 1 verse 17 says, the righteous shall live by faith. Habakkuk sagt, der Gerechte wird aus seinem Glauben leben. And Habakkuk 2:4 says that the just shall live by his faith. Ich habe Habakkuk bis jetzt geliebt. So up to now, I've loved Habakkuk. Denn es entspricht, was ich glaube. Because it goes along with what I believe. Es soll dir widerfahren, wie du glaubst. It shall be done unto you as you believe. Wenn wir das aber nehmen, but if we take this, das heißt, ich habe meinen Glauben, and it means I have my faith, du hast deinen Glauben, you have your faith, jeder hat seinen ihren Glauben, and each and everyone has his or her own faith. Das stimmt nicht. But it's not true. Es gibt dir Glaube. But there is the faith. So der Gerechte wird aus dem Glauben leben. So it means the righteous shall live by faith. Jeder darf seinen eigenen Glauben pflegen. So each and everyone can have his or her own faith. Es gibt nur aber einen Glaube, der errettet. But there is one faith that saves. Der Glaube Jesus Christus. The faith in Jesus Christ. So von solchem Glauben reden wir. So that's the kind of faith we are talking about. Gott bereitet uns Menge vor in diesem Jahr. So God prepares a lot for us in this year. Er sagt aber, du wirst lernen müssen, aus Glauben zu leben. But he's telling us we have to learn to live by faith. Wir gehen zurück zu Römerbrief. So we go back to Romans. Wie gesagt, unsere Aufgabe heute ist einfach, die Verse nacheinander zu lesen und wir sehen, wie weit wir gehen. So our task today is to read the verses one after the other and we will see how far we get. In den kommenden Wochen, in the coming weeks, wenn wir uns Fragen stellen, we will be asking questions. Wie sieht dieser Glaube aus? How does this faith look like? Was kann dieser Glauben tun? And what can it do? Warum brauche ich diesen Glauben? Why do I need it? Wie kann ich aus diesem Glauben leben? And how can I live by this faith? Was kann mich hindern, diesen Glauben zu erleben? What can hinder me to experience this faith? So, aber das machen wir in den nächsten Wochen. But that's what we're going to do in the coming so, weeks. Römerbrief Kapitel 1, Abvers 1. Romans chapter 1, we are reading from verse 1. Es gibt ein Geheimnis, wenn man die Bibel liest, Vers nach Vers. There is a secret in reading the Bible verse by verse. Eigentlich, ich weiß nicht, ob das von Gott ist. And actually, I don't know if that's of God. Ob das von mir ist. Or if it's just something of me. Aber es kommt irgendwann mir, dass man Jüngerschaft Bibelstudienklasse macht. But I think there should be something like a discipleship Bible class. Jüngerschaft Bibelstudienklasse. There should be something like a disciple Bible study class. Nicht Christen sind nicht eingeladen. And it's not meant for non-Christians. Für Christen. It's meant for Christians. Die tiefer gehen will. Who wants to go deeper. Da wird man nicht von Milch reden. And there we're not going to talk about milk. Wir reden von fester Speise. We're going to talk about solid food. Und wenn ich als Nigerianer reden darf, wir sprechen vom Knochen. And when I can talk as a Nigerian, I can say we're chewing bones. Hallelujah, you know that. We're chewing bones. Aber Paulus Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. Ausgesondert für das Evangelium Gottes. Separated unto the gospel of God. Das heißt, was auch immer mich und dich betrifft, es hat mit dem Evangelium Gottes zu tun. So which means anything concerning you and me, it has to do with the gospel of God. Denn die Bibel sagt, dass die Dinge sind geschrieben worden, damit wir Beispiel haben. Because the Bible says that all things were written as an example to us. Gott sagt, in diesem Jahr 2019,
God says in this year 2019. Ich will dich aussondern. I want to separate you. Du sollst aber wissen, wofür du ausgesondert bist. But you have to know for what you are going to be separated. Für das Evangelium Gottes. It is unto the gospel of God. Was heißt das Evangelium Gottes? And what does the gospel Lass uns weiterlesen. Dass er zuvor verheißen hat in den Heiligen Schriften durch seinen Propheten. Which he had promised afore by his prophets in the Holy Scriptures. Es gibt etwas über Menschen. There is something about people. Jedes Mensch, der in der Welt kommt, ist gesandt von Gott, um an bestimmte Dinge zu erfüllen. So every person who has been sent into this world was sent to do a certain thing. Alles, was dich und was mich geht, ist schon vorausgesagt worden. So all things pertaining you and me is already be, has already been foretold. Dein Leben und mein Leben ist schon gemalt vor Augen Gottes. So your life, my life has already been painted before the eyes of the Lord. Was wir wissen ist zu suchen, wo wir gehören. So what we are looking for is the place where we belong to. Was ist Gottes Plan für mein Leben? And what's the plan of God for my life? Was ist Gottes Plan für die Gemeinde? And what's God's plan for the church? Und wenn wir das finden, wir verknüpfen uns mit dem Plan Gottes. And if we find it, then we are connecting with the plan of God. So dieses Evangelium Gottes ist schon zuvor verheißen worden bei den Propheten. So this gospel of God has already been foretold and promised afore by his prophets. Nämlich Vers 3, das Evangelium von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch. Saying concerning his son Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the So this is Evangelium Gottes ist das Evangelium Jesus. So this gospel of God is the gospel of Jesus Christ. So ich bin ausgesondert für das Evangelium Jesus Christus. So I have been separated unto the gospel of God. Vergesse nicht, das Wort Evangelium heißt gute Botschaft. So do not forget that gospel means the good news. So mein Leben soll offenbaren die gute Botschaft Jesus Christus. So my life shall display the good news about God of God. Verstehst du das, Max? Do you understand him? Nun, ich weiß, wenn wir davon reden, jeder denkt von Evangelisation. So you know when we are talking about it, everybody thinks about evangelizing. Evangelisation ist das letzte Teil des Evangeliums. But to evangelize is actually just the last part of our doing. Du bezeugen das Evangelium ist das Wichtigste. To confess the gospel is the most important thing. Confessen ist zu bezeugen. To testify. Dass mein Leben das Evangelium bezeuge, das ist das Wichtigste. So that my life testifies of the gospel of God, that's the most important thing. Mein Leben ist gute Nachrichten für meine Gesellschaft. My life is the good news for the society. Dafür bist du ausgesondert. And that's what you have been separated for. Auch wo du Fußball spielst. Even where you play football. Gott hat dich ausgesondert. God has separated dass you. Dein Leben offenbart die frohe Botschaft Jesus Christus. That your life reveals the good news of the Lord. Egal wo du dich befindest. Irrespective of where you das are. Das müssen wir wissen. That's what we have to know. Und lass uns weiterlesen. Let's continue reading. Und er wissen ist Vers 4, als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unseren Herrn. And declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead. Ich will, dass wir Dinge merken hier. I want us to notice things Vielleicht here. Stoppen wir hier. And maybe we are going to end up here. Dieser Sohn, dieser Jesus, This son, this Jesus, dessen Evangelium wir verkündigen, Gospel we are proclaiming, durch unser Leben, by our life, ist erwiesen worden als der Sohn Gottes in Kraft. Has been declared to be the Son of God with power. Erwiesen worden als der Sohn Gottes in Kraft. He has been declared to be the Son of God with power. Du kannst nicht von dem Glauben Gottes reden, ohne von der Kraft Gottes zu reden, ohne von Jesus als Sohn Gottes zu reden. You cannot talk about God without speaking about the power of God, without speaking about the Son of God. Es geht weiter. We continue. Durch den Geist der Heiligkeit, durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus unseres Herrn. By whom? Vers 4. Ich habe noch weiter gelesen, Vers 4. According to the Spirit of Holiness by the resurrection from the dead. Erwissen als Sohn Gottes in Kraft.
is declared to be the Son of God with power. Das heißt, dein Leben offenbart Jesus als Sohn Gottes in Kraft. So which means your life declares Jesus Christ as the Son of God with power. Du es als Sohn Gottes. In diesem Jahr, Gott will sich durch dich offenbaren in Kraft. So, and as you are a son of God as well, God wants to declare himself through your life in power. Das ist der Glaube. And that's faith. Es gibt mehrere Glauben. There are diverse kinds of faith. Manche glauben. Some believe. Na ja, wenn ich 50 werde, if I turn 15, wird mein Körper anfangen sich abzuschalten. My body will start, you know, switching off. Manche glauben das. Some believe that. Aber andere Leute glauben. But others believe. Dass mit 120. Then when they turn 120. Du kannst noch auf den Berge steigen, wie Mose. You can still climb up on mountains. Steht es in der Bibel, dass Mose 120 auf den Berg gestiegen ist? Is it written in the Bible that Moses, being 120 years, was climbing up a mountain? Gibt es Anfechtungen im Leben eines Christens? Ja. Are there fightings against Christians in their lives? Jesus sagt, in dieser Welt ihr werdet Anfechtungen haben. And Jesus was declaring that you are going to experience tribulation. 2019 hat mit sich Anfechtungen. And 2019 brings along its own tribulation. Aber freut euch, ich habe die Welt überwunden. But rejoice, I have overcome the world. Warum? Why? Weil Gott sich als Sohn Gottes in Kraft offenbaren wird. Because Jesus declared to be the Son of God with power. Vergesse nicht. Do not forget. Der Gerechte wird aus Glauben leben. The just shall live by faith. Ich lebe aus Glaube. I live by faith. Ich entscheide mich aus dem zu leben, was hier steht im Wort Gottes. I decide to live out of what the Word of God tells me. Denn die Bibel sagt, der Glaube kommt durch das Hören Gottes Wortes. Because the Word of God says that faith comes by hearing, but hearing the Word of God. So, welcher Glaube, welchen Glauben hast du? So, which kind of faith do you have? Glauben aus der Gesellschaft. So, faith out of what is society brings. Glaube aus deinem Gefühl. Or out of your emotions. Oder Glaube aus dem Wort Gottes. Or faith out of the Word of God. Der Glaube, das was auch immer gestorben ist, kann zurück ins Leben gebracht werden. And even the faith that anything that has died can be brought back to life. Der Glaube, das durch den Geist der Heiligkeit, ich kann die Sünde überwinden. Even the faith that by the Spirit of Holiness we can overcome sin. Amen. Ich rede von einem Glaube. I'm talking about faith. Manche Leute haben ihren Glauben. Some people have their faith. Aber die Bibel stellt uns den wahren Glauben vor. But the Bible presents to us the real kind of faith. Der Glaube Gottes. The faith of God. Der Glaube an den Sohn Gottes in Kraft. The faith in the Son of God with power. Der Glaube an den Geist der Heiligkeit. And the faith in the Spirit of Holiness. Der Glaube an die Auferstehung der Toten. And the resurrection of death. Wir werden hier stoppen. We end here. Wenn ich du wäre, ich würde weiterlesen bis 17. If I were you, I'll continue reading till verse 17. Morgen machen wir bis 17. And tomorrow we are going to continue till 17. Der Freitagnachtsgebet werden wir noch weiter tiefer gehen. And even in our night prayer on Friday we are going to continue. Und da habe ich viel Zeit, Hagen. I have a lot of time. Da können wir tiefer reden. And then we can talk deeper. Lass uns aufstehen zu beten. Let us get up to pray.